Today, I'm wearing a cravat tie. There was some friends, they asked me why, and during my life, it's also long life, here's my hair, I was wearing 3 times cravat. The first time it was a reception at Fidel Castro's office. The second time at my marriage with Eva Rottensteiner, it's also here. Welcome. And now at the opening of IFI number 21, to offer Janine Merat the Award of Honor. It's not on me to give a laudatory speech, but Janine Meerapfel, it makes me proud to be in the same dark room as you are. And please, please don't be afraid when you suddenly will be embraced by a man who pretends being tired. It's just me, okay? Es freut mich ungemein, dass ich diesmal die Eröffnungsrede halten habe dürfen und dann danach mir die überaus charmant verwehte und sowas von reizvolle Ansprache von Helmut Groschup folgte. Was gibt's Besseres als so einen dramaturgischen Aufbau, mein rudimentär, gerade prächtes Englisch und dann die verweht, liebevoll charmante Ansprache von Helmut Groschup. Das ist einfach perfekt fürs 21. IFI und ich hoffe, das IFI gibt's noch sehr, sehr lange. Therefore, not everybody was there because they are doing this festival Delhi newspaper, and I'm really proud to present you this this newspaper. And many thanks to the university. Mir gefällt's. Also ich habe jetzt die Eröffnung mitbekommen, die war wunderbar, und ich bin auch überzeugt davon, dass auch heuer das IFI wieder Rekorde brechen wird und uns viel Spaß, viel Freude, viel Erlebnis und viel Erkenntnis vermitteln wird. In diesem Sinne kann ich Helmut Groschup und seinem gesamten Team vom ganzen Herzen nur gratulieren, dass sie diese Initiative IFI gesetzt haben.